Erzähl es nochmal neu. Okay. Ja, hallo, hier ist wieder euer Jan von jungjäger.de und ich melde mich jetzt diesmal aus dem Revier raus. Wie man unschwer sehen kann, haben wir hier viele Schwarzwildschäden. Das ist jetzt ein alter Schwarzwildschaden, wo ich mich hier gerade drauf befinde. Aber ich habe gedacht, den zeige ich euch gleich einmal. Hier ist natürlich gerade das Schwarzwild unterwegs und nach Engerlingen und allen möglichen, um Wurzeln und sowas zu suchen und um ein bisschen Eiweiße aufzunehmen. Ja, aber das ist jetzt noch eine kleinere Fläche hier im Revier. Und wir werden uns gleich nämlich raussetzen. Wir haben jetzt die letzten 3 Tage einen älteren Keiler, 100 Kilo plus bestätigt. Der ist auf der Kamera drauf. Und ja, vielleicht habt ihr Glück und ich werde euch nachher nochmal ein kurzes Video zeigen. Aber man sollte den Bären nie zerlegen, bevor man ihn nicht erlegt hat. Deswegen, also entweder melde ich mich oder ich melde mich nicht. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich heute anfangen werde, ein bisschen mal über Jägerprüfung zu sprechen. Es sieht so aus, Jägerprüfung. Im Endeffekt ist eine Jägerprüfung, egal wo ihr sie macht, fast immer gleich. Es gibt immer kleine Änderungen von Bundesland zu Bundesland. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, der Rehbock hat immer die Blattzeit, Juli, August. Und die Flügelsicherung beim 98er sichert immer, wenn man sie nach rechts stellt, aber auch den Verschluss und das Schlösschen. Und da muss man eben so sagen, das sind eben immer Dinge, oder die Eigenjacht im Jagdrecht nach Bundesjagdgesetz ist immer 75 Hektar mindestens, wenn sie Fischerei, forstwirtschaftlich oder landwirtschaftlich genutzt wird. Deswegen, wisst ihr, der Unterschied ist meist nur der, dass bei der Einprüfungskommission kann es sein, dass eben ein Fachprüfer, oder also mehrere Prüfer sitzen am Tisch, ein Fachprüfer nur für Wildbiologie, ein Prüfer nur für Waffenkunde, ein Prüfer für Jagdrecht da sitzen. Heute habe ich jetzt mal eine Prüfung mal rausgearbeitet und rausgesucht von einem ehemaligen Schüler von mir, der in Niedersachsen geprüft worden ist. Da ist das so, da gibt es ja 5 Fächer und bei den 5 Fächern ist das eben so, dass die Prüfer eben abwechseln. Das heißt, der Prüfer, der jetzt gerade in Wildtierkunde stand und hat jetzt beispielsweise Haarwild gerade geprüft, der ist vielleicht in der nächsten Runde beim nächsten Prüfer, beim nächsten Prüfling beim Federwild. Deswegen wird sich das auch immer einmal im Kreislauf rumdrehen und abwechseln und es wird immer verschieden geprüft. Ja? Deswegen, aber sonst bleibt eigentlich fast immer alles gleich. Und hier habe ich zum Beispiel mal der Andreas, mit dem habe ich das mal rausgearbeitet, eine Prüfung. Beispielsweise Niedersachsen machen ja eh die meisten Leute den Jagdschein und legen da ihre Prüfung ab. Und da möchte ich mal ganz kurz anfangen. Erstes Fachgebiet ist nämlich dort das sogenannte Haar-, Feder-, aber auch Raubwild- und Schalenwild, also die ganze Tierkunde. Und da fangen wir jetzt mal an. Der Prüfling zum Beispiel fand die Prüfung sehr angenehm, meinte er. Ich mache das nämlich generell auch. Die meisten Prüfer fragen, wenn man mitbekommt, dass der Prüfling sehr nervös ist, fragt man auch mal, woher kommen Sie denn? Ja, und wenn Sie dann zum Beispiel sagen, ja, ich komme aus München, dann ist es ja auch mal nett. Ah, toll, schön, die Wiesen, da war ich letztes Jahr auch. Also man kann auch mal mit einem netten Gespräch in die Prüfung reinkommen, gerade bei aufgeregten Prüflingen. Und eine auch sehr gern gestellte Frage, warum machen Sie denn eigentlich überhaupt den Jagdschein? Was finden Sie denn daran interessant? Wollen Sie in die Natur? Machen Sie das, weil Sie verbunden sind beispielsweise ans Hundewesen oder weil der Mann oder die Frau einen Jagdschein gemacht hat oder ja, sowas eben. Ja. Und das ist vielleicht eigentlich gar nicht mal so schlecht, auch so zu Beginn, aber das bestimmt natürlich immerhin noch der Prüfer. So, hier gehen wir jetzt mal ganz kurz mal das Federwild durch. Dieser Prüfling ist zum Beispiel gefragt worden, der fing sofort ein im Einstieg Federwild. Da haben ja die meisten gleich natürlich schon immer Angst. Dieser Junge hat angefangen hier mit den sogenannten Rabenvögeln. Und typische Frage, die natürlich zuerst kam, welche Rabenvögel dürfen denn überhaupt bejagt werden? Das sollte man natürlich wissen. Es gibt nur einen, der im Bundesjagdgesetz drin steht. Der Kolkrabe, der ist zwar jagbar, ja, wird aber geschont in Deutschland. In den Landesgesetzen ist es dann meist immer die Rabenkrähe. Oder eben die Elster beispielsweise. Welche stehen unter Schutz? So, kann man sich jetzt natürlich die anderen Rabenkrähen denken, welche unter Schutz stehen. Welche helfen bei der Naturverjüngung? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, der Name Eichelhär, Naturverjüngung, Härsaat. Welche sind räuberisch unterwegs und was rauben sie? Diebische Elster, so als Stichpunkt. Also ich möchte mit euch jetzt nicht komplett alles die Wildbiologie durchgehen, einfach mal so typische Jägerprüfungsfragen, ja.
Und dann eben nochmal eine Frage, woran erkennen Sie denn beispielsweise Saatkrähe und Rapenkrähe? Befiederter Schnabel, unbefiederter Schnabel. Ja, jetzt kann der Prüfer natürlich auch mal auf Eierzahlen eingehen. Er kann auch mal darauf eingehen, wie lang die Brutzeit ist. Aber hier merkt man eben, der Prüfer hat den jetzt nicht interessiert. Weiter geht's. Es ist natürlich auch hier abhängig. Hier sind sie jetzt danach von den Rapenvögeln zu den Greifvögeln gegangen. Das macht man auch meist so bei einer Jägerprüfung. Man läuft die Station eigentlich ab. Also ich frage jetzt nicht übers Mauswiese und dann renne ich hinter zur Kriegente. Das macht man eigentlich nicht. Man fragt dann, zeigen Sie mir hier mal die Hundearten. Damit der Prüfling auch die Chance hat, mir zu zeigen, da steht ein Fuchs, da steht ein Matterhund. Ein Wolf wird, wo denke ich mal, nicht auf der Prüfung stehen. Aber falls er da stehen sollte, dann wäre das auch eine Hundeart. So, jetzt musste der Prüfling beispielsweise Unterscheidungen zwischen den ganzen Greifvögeln grob benennen. Beispiel, woran erkennen Sie denn die Grifftöter, die Bisstöter? Also denkt bitte an den Falkenzahn. Die Falken, die haben die Falkenzähne, die Bisstöter, die Grifftöter, die ganzen Busserte, die ganzen Adler, Habichte, Sperber. Dann, welche sind Bodenbrüter, welche sind Baumbrüter? Danach, wo die dann bei den ganzen Greifvögeln durch sind, sind die dann in der Prüfung reingegangen in die Enten, Gänse und Schwäne. Da ist das immer so, bei unserer Prüfungskommission gibt es wirklich alle Entenarten. Deswegen, das ist natürlich, da wird man schon als Prüfling sehr erschlagen, wenn man da reinkommt, auf einmal, ich sag mal, 40, 50 Stück Federwild stehen sieht. Dann, da ist das eben so, dass man mehr oder weniger zumindest die Bejagbaren erkennen sollte. Stockente, Kriegente, Pfeifente. Dass man bei den Gänsen die Bejagbaren erkennen sollte. Dass man weiß, eine Graugans. Vielleicht auch mal die Unterscheidungsmerkmale zwischen einer Graugans und einer Saat- und einer Blässgans. Aber wenn man das jetzt mal nicht 100% hinkriegt, ist auch nicht schlimm. Wäre bloß fatal, wenn man natürlich das Verkehrte als Jäger näher bejagt. Aber da auch die Kanadagans, Graugans und Nilgans. Ja. Ja, Unterscheidung. Zeigen Sie mir bitte meine Pfeifente oder meine Kriegente, kann auch kommen. Bitte, das solltet ihr natürlich wissen. Es gibt Schwimmenten, es gibt Tauchenten. Die Unterscheidung 3S, 2K, 1L, auf den Rest pfeifig. Kota, Mo, Reiberg, Shell. Müsstet ihr eigentlich bei eurer Jagdausbildung gehört haben. Ja? Welches der Präparate ist ein Erpel? Also, dass man auch mal unterscheidet, das ist der Erpel, das ist eine Ente. Da muss man aber bitte nochmal aufpassen. Vorsicht, die Verwechslungsgefahr. Gerade bei der Stockente in der Mauser, also der Erpel, da kann man das natürlich nicht immer erkennen. So, dann ging es hier weiter. Dann sind die rübergegangen von den Greif- und Eulenvögeln. Derjenige, der Schüler, der musste jetzt bei den Eulenvögeln nur ein Uhu erkennen und eine Schleiereule. Danach gingen die weiter zur Hase und Kaninchen. Da kamen Prüfungsfragen ran, beispielsweise, wie sprechen Sie denn überhaupt einen Hasen an? Also, dass man auch mal sagen kann, okay, schwarze Löffelspitzen, längere Löffel als ein Kaninchen, Nestflüchter, Kanicke ist ja Nesthocker, ja, diese Dinge eben. Woran erkennen Sie denn ungefähr das Alter von einem Hasen? Denkt bitte dran, strohisches Zeichen sollte man schon gehört haben. Man sollte auch vielleicht mal gehört haben, den Augendorn eindrücken. Also wenn man auf das Auge drauf drückt, ist es ein bisschen weicher, junger Hase oder eben alter Hase. Früher hat man auch noch gesagt, das Einreißen der Löffelspitzen. Also wenn man einen Löffel von einem Hasen einreißt, junger hat eben, kann man leichter reißen als eben einen alten. Dann wollte der Prüfer hier wissen, könnten Sie mir bitte mal die Farbe des Balks unterm Bauch sozusagen nennen. Hier hat jetzt eben der Prüfling gesagt, lässt sich schlecht erkennen. Er wusste, dass es zwar ein Hase ist, nach seiner Beschreibung. Das war zwar, ich denke mal, es wird ein altes Präparat gewesen sein, ziemlich gelb. Da kann ich euch nur sagen, wenn ihr mal was nicht wisst, sagt dem Prüfer, weiß ich nicht. Weiter. So, von den Hasenarten ging es dann rüber zum Fuchs. Bitte kurze Erklärung. Das ist natürlich ein Tier. Füchse werden viele erlegt in Deutschland. Bitte kurz erklären, was ist Burgfrieden? Wo setzt der Fuchs die Losung ab? Wann ist die Randzeit? Wie viele Jungen kommen zur Welt? Wesentliche Krankheiten vom Fuchs. Ja. Wie bejagt man denn überhaupt einen Fuchs? Also ihr merkt, hier fließt auch bei der Prüfung die sogenannte Jagdpraxis, die fließt jetzt hier auch mit im Tierwesen ein. Das macht man nicht überall, aber es kann bei der Jägerprüfung überall vorkommen. Wisst ihr? Also zum Beispiel die Jagdzeit vom Rehbock ist Jagdrecht. Am 1.5. beginnt die. Das kann aber auch sein, dass bei der Waffenkunde gefragt wird, dürften Sie jetzt den Bock da vorne schießen? Da muss man natürlich als Schüler wissen, ja, kann ich erlegen, weil 1.5., okay.
Ihr wisst, was ich, denke ich mal, meine, oder? Okay, wie viele Jungen werden gewölft? Wesentliche Krankheiten, Hammer. Dann sind die rübergegangen zu den ganzen Matterarten. Baumatter, Steinmatter, Hermelin, Mink, Mauswiesel. Mussten alle beschrieben werden und aber auch überprüft werden, unterschieden werden. Ja, also ihr merkt, der Prüfer, der ist wirklich fast jedes Tier durchgegangen, wenn man jetzt mal überlegt. Alleine rein beim Haarraubwild, beim Haarwild und bei dem Federwild. Ja. So, und die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen einer Waldschnepfe, Bekassine, Querbänderung Waldschnepfe, Längsbänderung Bekassine, nicht in jedem Bundesland, aber beispielsweise in Niedersachsen darf man nämlich die Waldschnepfe noch jagen, Bekassine darf man nicht jagen. Ja, mehr wurde erstmal nicht gefragt. Er musste noch einmal erklären, was die Trophäen sind von der Waldschnepfe, die Malerfeder und der sogenannte Schnepfenbart. Ja, Schalenwild. Beginnt beim Schwarzwild vom Prüfer ist man aufgefordert worden, ein Schulterpräparat von Keiler zu beschreiben. Da geht es eben wirklich kurz, Schulterpräparat, was sind die Teller oder wie nennen sich die Ohren Teller, wie heißt das Fell, Schwarte, dass man darauf eingeht. Dann musste der Schüler Familienstrukturen erklären des Schwarzwildes, Fortpflanzung, Bejagung, kurzum wieder alles, was man in der Schule gelernt hatte, also was rankommt im Standardunterricht. Nach dem Schwarzwild folgt danach das Rotwild. Auch wie beim Schwarzwild, der einzige Unterschied, das kann man natürlich jetzt auch beim Schwarzwild abfragen, da wollte jetzt der Prüfer noch wissen, wie nennt man denn die einzelnen Tiere, dass man eben weiß, im ersten Jahr ist es ein Kalb, im zweiten Jahr ist es eben ein Schmaltier, im dritten Jahr ist es dann eben ein Alttier oder eben bei den Hirsch wäre es eben dann ein Hirschkalb, ein Spießer und dann eben der Hirsch. Der Hirsch im dritten Lebensjahr ist dann der Hirsch vom zweiten Kopf. Ja, anhand ihrer Trophäen sollten die erkannt werden. Der Prüfer fragt auch noch, was sind Krandeln, wo liegen die Krandeln? Und an verschiedenen Trophäen sollte ich auch nochmal zeigen, wo ungefähr die Krandeln liegen. Anschließend folgte das Rehwild, begonnen auch wieder am Hauptschulterpräparat. Und da sollten alle wesentlichen Merkmale beschrieben werden. Alter, Gene, Abschussbock oder nicht. Warum ist es kein Abschussbock? Das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen, weil ich kenne jetzt das Hauptträgerpräparat nicht. Ich habe es nicht vor mir. Nach dem Vorstehen mussten auch zwei abgekochte Trophäen analysiert werden. Der Schüler musste auch einmal ansprechen, Kurkenziehergehirn. Aktinomykose ist eine bakterielle Erkrankung. Gerade wenn der P4 schiebt von dreiteilig auf zweiteilig, kann sein, dass sich eben Gras unten drunter absetzt. Nennt man auch Strahlenpilzerkrankung. Das ist dann so verknöcherter Unterkiefer. Ja, und ein wirklich alter Bock lag dann noch, der mindestens 12 Jahre alt war. Okay, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Da muss man die Rosenstöcke, die Rosen sehen, die Knochennaht und allen möglichen. Also das war jetzt gerade einmal kurz die Wildtierkunde im Durchflug. Also ihr merkt wirklich, der Schüler ist eben von A bis Z einmal durchgekocht worden. Jetzt werde ich mich mal nicht so umfassend damit beschäftigen. Ich werde noch mal ganz kurz die Waffenkunde mit durchgehen. Die wird eigentlich fast überall immer gleich geprüft. Die Waffenkunde wird immer eingeteilt, dass man eine Station die Waffen handhabt. Meistens hat man immer die Schulungswaffen, die man auch erlernt. Standardwaffen wie einen Drilling, wie eine R8 oder also eine Blaser oder eine Mauser oder so eine Sauer. Eine moderne Waffe eben oder ein Steiermannlicher. Man hat dann eben eine Bockflinte liegen, man hat eine Pistole, man hat einen Revolver. Und ich sag mal so, die Schulen oder Kreisjägerschaften bilden schon so aus, wo man schon weiß, das sind die Waffenmodelle, die ungefähr bei der Prüfung rankommen. Und man hat dann nochmal die Station Optik und Munition. Und hier ist eben interessant, der Schüler hat eben wirklich die Schulungswaffen eben auch gehabt, die er in der Schule kennengelernt hat. Es lagen aber auch noch zusätzliche Waffen wie eine Bockbüchsflinte jetzt hier beispielsweise da. Der Schüler musste die näher nicht hantieren, aber er musste schon erklären, oben Schrot, unten Kugel, dass es eine kombinierte Waffe ist. So, danach musste er Jagdutensilien erkennen können. Ferngläser, verschiedene Optiken, dazu zählt natürlich dann Spektiv, es zählt dazu, ist das Zielfernrohr und Rückjagdzielfernrohr, vielleicht auch so ein Red Dot, so ein Rotpunktvisier. Ja, danach sind die durchgegangen. Saufeder, Hirschfänger, Jagdnäcker, normale Messer, die sogenannten blanken Waffen oder kalten Waffen. Dann sollte er natürlich noch dazu Fragen beantworten, wozu werden die überhaupt benötigt, die blanken Waffen oder die kalten Waffen? Und wofür werden die verwendet? Dann eine kurze Erläuterung zu einem Fernglas. Beispielsweise, das war jetzt 8x56, 8-facher Vergrößerung, 56er Objektivdurchmesser.
Schöne Frage, wofür nutzen Sie denn überhaupt sowas? Ja, für einen Abendansitz. Großes Objektiv, Objektiv immer zum Objekt hin, bedeutet natürlich viel besser Lichteinfall. Umso mehr Licht da drin gesammelt wird, umso besser ist das auch für die Dämmerung. So ein Standardglas der Jäger. Dann eben musste er nochmal ganz kurz die Einsatzzwecke für die verschiedenen Optiken nennen, Vor- und Nachteile. Beispiel, bei der Drückjagd wäre eine Optik mit sechsfacher Vergrößerung schlecht, weil umso größer die Vergrößerung, umso kleiner das Sehfeld. Ja, wir wollen auf der Drückjagd kleine Vergrößerung, großes Sehfeld haben. So, dann ist dieser Herr zur Waffenhandhabung gegangen. Er musste dann eine selbstgewählte Kurzwaffe wählen. Das ist meist immer entweder Pistole oder Revolver, so eine Standardpistole, Glock oder Sig Sauer und eben so ein Revolver, Double Action. Er sollte dann eben einen Fangschuss abgeben. Wenn man hat meist dann die Situation, dass man sagt, Stück Schwarzwild im Straßenkram, geben Sie bitte mal einen Fangschuss ab. Wie viel Joule brauchen Sie an der Mündung? Anschließend wurde eine kurze Beschreibung Aufbau gefordert der Kurzwaffe. Dann sollte er erklären, welche Teile alles an einem Drilling vorhanden sind. Beispielsweise der sogenannte Verschluss, Greener-Verschluss beim Drilling. Er sollte einen Patentschnapper erklären. Hier haben wir jetzt noch das Blitzschloss, das Schlosssystem von unten, wo man die Schraube sieht. Dann wurde bei der Waffenhandhabung der M98 vorgegeben, wo der Schüler ausführliche Erklärungen geben sollte zur Sicherheitskontrolle, aber nicht so, wie es in der Schule gefordert worden ist. Klar, in der Schule erklärt man natürlich den Schülern noch, was eine deutsche Backe ist und ein Riemenbügel oder eine Hinterschaftkappe. Das ist jetzt sicherheitsmäßig nicht so relevant wie das sichere Schussfeld oder die Laufkontrolle oder die Stecherkontrolle. Ja. Und anschließend einen Schuss auf selbstgewähltes Wild anbringen, was ja nett ist. Wenn man die Prüfung beispielsweise im Februar hat, ist das Schalenwild ja alles zu, bis auf Schwarzwild. Dann kann man eben beispielsweise sagen, da ist jetzt ein Überläufer. Das finde ich als Prüfer gut, wenn ein Schüler schon sowas vorgibt. Ja, dann sollte derjenige pirschen und sollte einmal einen Rehbock auf 50 Meter schießen. Ja, danach war die Waffenkunde für den Prüfling abgeschlossen. Jetzt hier noch ein Tipp, das finde ich sehr interessant. Das fand ich sehr nett, wo ich das vorhin gelesen habe. Ein Tipp von den Schülern. Hier ein Tipp, das finde ich persönlich als Prüfer nämlich auch sehr gut. Es gefällt dem Prüfer sehr, wenn ihr auch tatsächlich so tut, als wärt ihr auf der Jagd. Also überlegt euch beim Üben, wie es bei der echten Jagd wäre. Schließt die Waffe leise. Ein super Tipp. Ja, ich finde das schon schrecklich, wenn einer da steht, ratsch, ratsch, ratsch. Wenn ihr einen Reptierer habt, repetiert ihm schnell im Anschlag und bleibt auch im Anschlag mit Visier weiter auf das Wild gerichtet. Bei der Jagd ist das auch so. Schießen, nachrepetieren, weiter beobachten. Tut einfach so, als hättet ihr wirklich ein lebendes Tier vor euch. Ihr könnt euch ruhig Zeit lassen beim Erklären und habt auch genug Zeit zum Überlegen. Aber wenn ihr etwas tut, dann tut es richtig und entschlossen. Ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Abschlusssatz. Und da belassen wir das jetzt auch hierbei. Und ich freue mich, wenn ihr am... wir haben heute Freitag. Ich freue mich, wenn ihr Montag wieder einschaltet. Und dann arbeiten wir mal Hunde, Krankheiten, Naturschutz und Jagdrecht ein bisschen durch von anderen Schülern aus anderen Prüfungen. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß und ein schönes, angenehmes Wochenende. Ciao!